Hallo und herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute zeige ich Ihnen in DraftZeit 2017, wie man Blöcke erstellt. In diesem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese Elemente zu einem Block zusammenfassen, was dann eine amerikanische Steckdose symbolisiert. Dazu gehen wir zu den Zeichnen-Befehlen und hier finden wir den Block, Block definieren. Dies haben Sie auch in der Symbolleiste bei den Zeichensymbolen, Block definieren. Allgemein vergeben Sie erstmal einen Namen, zum Beispiel in dem Fall Stecker USA. Die Beschreibung ist optional, amerikanischer Stecker. Wichtig ist, dass Sie einen Basispunkt, das ist nämlich der Einfügepunkt, definieren im Grafikbereich. Dazu wähle ich jetzt hier einfach meinen Mittelpunkt aus, mein Zentrum. Dann geben Sie die Elemente an, die den Block definieren, über den Grafikbereich am besten. Dazu ziehe ich jetzt einfach ein Fenster von links nach rechts auf und alles, was eingeschlossen ist, gehört dazu. Enter-Taste. Und jetzt haben Sie noch drei Möglichkeiten als separate Elemente. Diese ausgewählten Elemente beibehalten oder diese gleich in einen Block umzuwandeln oder an der Stelle aus der Zeichnung entfernen. In dem Fall möchte ich sie gleich in einen Block umwandeln und mit OK bestätigen. Jetzt sind diese einzelnen Elemente in diesem Block verwandelt und diesen möchte ich nun einmal nach rechts und nach links kopieren. Dazu wähle ich meinen Kopieren-Befehl, klicke nun meinen Block an einer Stelle an, Enter-Taste und sage ihn nun, von wo ich ihn verschieben möchte, von diesem Zentrum wieder. Und jetzt möchte ich ihn nach rechts, dazu stelle ich noch mein Ortho ein, um 30 verschieben und nach links um 30 und mit Escape den Befehl beenden. Um einen Block zu bearbeiten, muss ich einfach nur doppelt draufklicken, dann kommt ein Fenster Komponente bearbeiten, mit OK bestätigen und Sie kommen jetzt nun in einen Bearbeitungsmodus hinein, es wird alles andere wird ausgeblendet, Sie haben einen anderen Hintergrund. Und auch hier wieder Ihre einzelnen Elemente, die diesen Block ausmachen. An der Stelle möchte ich nun, dass dieses Fenster von dieser einen Steckerbuchse nicht oben bündig ist, sondern dass die Mitten zueinander ausgerichtet sind. Na, wenn wir uns ein Bild anschauen, stimmt es noch nicht. Da sind diese rechten Buchsen sind mittig ausgerichtet. Dazu ziehe ich mir jetzt einfach eine Linie, die ich von der Stelle ausgehend aufziehe. Und wähle nun Verschieben, um diese Elemente zu verschieben. Mein Verschiebepunkt soll der Mittelpunkt sein und ich verschiebe jetzt hier auf diese Linie. Mit Escape beende ich den Befehl. Die Linie an sich bräuchte ich jetzt nun nicht mehr. Anklicken und Entfernen Taste. Jetzt kann ich die Elemente auch noch zum Beispiel farbig einfärben. Hier geht es hier einen anderen Layer drauf, zum Beispiel das Magenta. Um den Block wieder zu verlassen, einfach mit der rechten Maustaste Komponente schließen wählen und Speichern auswählen. Und nun werden alle meine Blöcke innerhalb dieser Zeichnung geändert. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcad.